Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fable. Ja, ich weiß nicht, warum wir jetzt hier wieder in diesem Portal rausgekommen sind und nicht vor dem Kartentisch dort, wo wir eigentlich ausgelockt haben, aber das soll uns ja jetzt auch eigentlich egal sein. Ja, meine Vermutung wegen diesen Gegenständen und so weiter hier mit der Leiste, das hat sich bestätigt. Ich schaue mir ja mein Aufgenommenes immer an, nachdem ich es fertig geschnitten und gerendert habe. Und da kam mir dann die Idee, naja, vielleicht sollte ich einfach mal das Symbol nehmen und hier in die Leiste ziehen. Und genauso ist dem auch, ihr habt es mir bestätigt. Und deswegen würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal hier so eine kleine Übersicht, dass wir hier mal uns ein bisschen was anordnen. Ich verstehe nicht so ganz mit dem Beutel hier, ehrlich gesagt, mit dem Geld. Ich lasse das mal auf der 1, auf 2 oder lieber auf 3, den Trank. Ja, ich würde fast sagen, lieber auf der 3. So ist vielleicht ein bisschen besser. Dann würde ich sagen, machen wir diese Fähigkeit, dieses Blitzdings da auf die 2. Ja, 2, 3, das passt ganz gut. Das Flirten, das kann ruhig auf der 5 bleiben. Was ist das jetzt hier für 1? Keine Ahnung. Dann haben wir hier diesen Willenskraft-Elixier. Ja, das kann auch eigentlich auf die 4, würde ich erstmal sagen. So, was haben wir da? Haben wir irgendwas zu futtern? So, da würde ich aber fast sagen, dass wir da mal irgendwie was Vernünftiges hinlegen. Nämlich irgendwie ein Applecan oder so. Da haben wir 3 Stück von. So, das ist doch bestimmt besser, wenn wir Apfel essen anstatt Fleisch. Nehme ich jetzt einfach mal an. Und ansonsten bin ich, glaube ich, erstmal ganz zufrieden damit. Beziehungsweise ich schaue nochmal in diese Emotions-Blablabla. Wo war denn das? Fertigkeiten? Ausdrucksmittel? Nee, davon möchte ich jetzt nicht unbedingt irgendwas da drauf haben. Flirten, verhöhnen. Flirten haben wir auf der 5. Den Tanz, ja, entschuldigen ist vielleicht nicht schlecht, oder? Entschuldigen nehmen wir mal. Das machen wir mal hier auf die 6, wo der komische Fischkopf ist. Ach, das haben wir schon auf der 8, ne? Ja, dann nehmen wir das da raus. Und, ach, machen einfach den Apfel auf die 8. So. Ah, jetzt haben wir ihn doppelt gemoppelt. Na, was soll's. Ja, irgendwann werde ich schon mal mit der Steuerung hier zurechtkommen. Auf nützliche Gegenstände könnt ihr im Spiel mit den Tasten der Schnellleisten zugreifen. Ihr könnt diesen Tasten Gegenstände zuordnen, indem ihr sie aus dem Inventar F4 auf die Schnellleiste platziert. Für schnellen Zugriff könnt ihr auch Ausdrucksmittel F8 und Zauber F6 in eure Schnellleisten ziehen. F8? Ah, F6? Ah, alles klar, den Blitz, den haben wir da ja jetzt schon. Den lassen wir jetzt erstmal gut sein. Was hat der denn hier eigentlich noch zu quaken? Ich habe gehört, dass ein paar Händler Hilfe brauchen. Nehmt die Questkarte und macht euch schlau. Ach so, okay. Naja, ich möchte erstmal das hier machen. Quest und Großtat übernehmen. Ja, mit Großtaten kennen wir uns ja aus. Das ist ja meine... Ja, naja. Ihr wisst schon. Okay, ach, ist das dasselbe nochmal? Whisper demütigen? Kein Schutz. Das ist doch das hier wieder Nacken machen. Ohne einen Kratzer, Faustkämpfer. Tötet mindestens 10 Hops mehr als Whisper. Ach so. Das nehmen wir jetzt einfach mal an. Aber das ist genau dieselbe Aufgabe, die wir schon mal gemacht haben, oder? Soll mir erstmal recht sein, wir machen es trotzdem. Hallo auch. Oh, ich suche jemanden, der mich zur Obstfarm bringt. Ach so, ja, gerne. Ich zahle auch für eure Hilfe. Händler können hier recht gefährlich leben. Das ist die Abmachung. Ihr bekommt 1/4 des Lohns jetzt und den Rest, wenn wir heil ankommen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr mich begleiten möchtet. Ich werde bis dahin warten. Okay, ja, das können wir auf jeden Fall machen. So eine Escort-Quest... Kann man immer mal mitnehmen. Möchtet ihr vielleicht handeln? Naja, mal schauen. Was hat er denn hier? Werdet als Maleficus bekannt? Werdet als Assassino bekannt?
werdet als Avatar bekannt. Aha. Arschgesicht finde ich großartig. Ja, tja, wir sind ja schon der Hühnerschreck. Sollen wir uns mal hier irgendwie als Liberator... Nee. Das kann man sich doch bestimmt auch irgendwie anders verdienen, kann ich mir gut vorstellen. So, wir quatschen nochmal mit dem. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Ausgezeichnet. Ne, so sind wir. Beginnt eure Reise mit dem Ausdrucksmittel Folgen. Ach Gott, ey. Wenn wir eine neue Region erreichen, sage ich euch, ob wir auf dem rechten Weg sind. Ach so. Wenn ich anhalten soll, benutzt einfach das Ausdrucksmittel Warten. Und ehe ich es vergesse, hier ein Vorschuss auf euer Honorar. Den Rest gibt es bei unserer sicheren Ankunft. Geht lieber nicht allzu schnell, sonst komme ich vielleicht nicht mit. Oh ja. Okay, jetzt haben wir also ein bisschen Geld bekommen und müssen jetzt natürlich gleich mal hier irgendwie die ganzen Ausdrucksmittel und so neu irgendwie verteilen. Das ist ja ganz toll. Wo denn hier? Geselligkeit? Ist das bei Geselligkeit? Folgen? Machen wir dann mal... Achso, siehst du, jetzt habe ich das schon wieder falsch gemacht. So, dann nehmen wir hier mal Folgen auf die 6 und Warten auf die 7 und dann soll es meiner Meinung nach losgehen. Dann folgen wir. Folge mir. Ich folge dich auch. Alles klar. So. Nee, ich möchte bitte nicht noch mehr Taten annehmen. Und jetzt wird er uns gar nicht irgendwie großartig sagen, wo es hingeht, sondern wir gehen jetzt einfach irgendwie, porten uns irgendwo hin und dann sagt er uns auf einmal, ja, ist richtig oder nee, ist falsch. Naja, gut. Was soll's. Ist mir auch egal, wir, die beiden kenne ich ja hier schon. Wir müssen anscheinend hier entlang. Ich hoffe, der Typ folgt mir. Er wird wahrscheinlich der grüne Punkt auf der Karte sein, nehme ich mal ganz stark an. Da ist er. Nee, doch nicht der grüne Punkt. Naja. Wir gehen dann mal wieder in den Greatwood-Eingang. Wir sind auf dem rechten Weg. Das freut mich, dass wir auf dem rechten Wege sind. Und da vorne haben wir auch schon eine verdammte Wespe wieder mal, die uns hier den Garaus machen möchte. Aber wir kommen ihr natürlich zuvor. Wow, wow, wow. Langsam, langsam. Oh, 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 oh. Das scheitert ja hier gleich schon die Aufgabe. Ja, nur weil ich da hinten nicht auf den Räuber geachtet habe. Na komm schon. So. Tut mir leid, ich hoffe, hier kannst du dich auch irgendwie wieder selbst heilen. Wir gehen zur Obstfarm, wisst ihr noch? Ja, ja, wir gehen zur Obstfarm. Ach, jetzt ist er schon, es ist er ja schon mehr als halb kaputt. Der braucht wahrscheinlich nur noch einen Schlag und dann hat es ihn zerlegt. Das ist natürlich ziemlich nervig, weil ich nicht irgendwie auf hinten und vorne achten kann. Ja. Ha, wo kam denn auf einmal der Räuber her? Den habe ich irgendwie, entweder habe ich den übersehen oder der kam dann irgendwie aus dem Gebüsch gesprungen. Was ich aber gut finde, ist, dass der nicht einfach großartig irgendwie vorrennt. Oh, ich dachte gerade, er hat geschrien. Dass der nicht irgendwie großartig vorrennt. Ja, sowas mag ich bei Escorts. Escort-Aufgaben überhaupt nicht, sondern dass der mir hinterherläuft. Riesenernte dieses Jahr. Sehr beliebt. Möchtet ihr vielleicht handeln? Ja, was habt ihr denn? Kleidung. Ah, ihr habt nichts für den Kopf. Ja gar nicht. So, Lederstiefel. Ha, wo sehe ich denn den alten Wert? Den sehe ich gar nicht. Den alten Wert von meinen Stiefeln. Das ist natürlich ein bisschen schade. So, Geschenke. Rote Rosen. Pralin. Ja, lecker, lecker. Smaragd. Ach Gottchen, wer will denn da? Ich hoffe, man muss ja die Frauen nicht irgendwie mit so blöden Zeugs irgendwie beeindrucken, indem man den Rosen und so einen Schwachsinn schenkt. Finde ich ja total doof. Naja. Ihr seid also Hühnerschreck. Ja, ja, ich bin der Hühnerschreck. Auch bekannt als Arschgesicht. Vielleicht sollten wir das wirklich mal machen. So, jetzt haben wir da irgendwelche großen Krabbler hier. Ja, ich habe Angst immer, dass er jetzt von hinten irgendwie angefallen wird. Deswegen seht es mir nach, dass ich zwischendurch immer mal ein kleines Päuschen mache. Wir müssen da hinten lang, da hinten blinkt. Vor kurzem traf ich einen fahrenden Minnesänger. Reizender Kerl. Nur singen konnte er kein bisschen. Das ist natürlich ganz schön blöd für einen Minnesänger. Ein Minnesänger, der nicht singen kann, der sollte sich ja vielleicht einen anderen Beruf oder ein anderes Hobby suchen. So, hier geht es anscheinend entlang. Wollen wir mal gucken, ob wir ihn hier reinbringen können. Na komm, da ist die Obstfarm. Mal sehen, ob es das jetzt schon war mit der Aufgabe, denn wir sind da jetzt angekommen. Ich bin gespannt.
War ja relativ einfach dann. Naja. Endlich. Die Obstfarm. Den Göttern sei Dank. Ich hatte das Gefühl, meine Unterhose schützt mich besser als ihr. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Vergesst die Belohnung. Was? Freundchen, komm her. Hey. Warte. Kann ich sagen, das soll warten? Nee. Hey. Das gibt's nicht. Der kriegt jetzt ein paar auf die 12, wenn wir den erwischen. Kommst du wohl her? Wo ist er hin? Ich meine, wir haben ihn ja wirklich nicht gut beschützt, aber Deal ist Deal. Du bist heile angekommen. Jetzt ist er weg. Ich brech zusammen, jetzt ist er weg. Dieser Hund. Na, wenn ich wüsste, dass das seine Hütte wäre, würde ich sie auseinandernehmen. Aber das gehört ja hier wahrscheinlich den anderen beiden. Ach, Menschenskinder. So, da oben blinkt ganz, ganz wild unsere Hauptaufgabe, die wir jetzt gleich natürlich machen wollen. Aber vorher würde ich gerne ein bisschen angeln. wir können ja ins Wasser. Seit wann können wir denn ins Wasser? Wisst ihr noch? Das ging doch am Anfang gar nicht. Das ist ja jetzt cool. Okay, dafür sollten wir vielleicht auch mal die Angelrute hier irgendwie auf die Leiste ziehen. So, dann nehmen wir mal hier die Nummer 9. Und mal gucken, ob das dann funktioniert, dass ich jetzt hier einfach so die 9 drücke und dann... können wir also angeln? Na, das ist ja cool. Hier auf der Obstfarm, wo wir letztens noch gekämpft haben, können wir auf einmal ganz gemütlich ein paar Fische angeln oder was auch immer. Ich bin sehr gespannt. Mittlerweile solltet ihr das wilde Klicken nicht mehr hören. Ich habe mir eine neue Maus zugelegt. Eine Silent Maus und die tut hoffentlich ihrem Namen alle Ehre. Oh, wir haben ein Lebenselixier geangelt. Das ist ja ziemlich cool. Das ist natürlich was ganz Feines. Also wenn man dann immer sowas da rauskriegen kann, dann ist das natürlich eine coole Sache. So, wir machen das jetzt noch einmal. Und danach können wir uns dann mal, falls wir was fangen, um die Hauptaufgabe kümmern. Oh, das ging schnell. Das ging fix, deswegen machen wir das einfach doch mal. Da habe ich nicht so drauf geachtet. So, ein letztes Mal noch, egal ob das jetzt was wird oder nicht. Ah, das macht Spaß. Das muss ja zwischendurch auch mal ein bisschen sein. Auch ein Held muss sich mal ein bisschen ausruhen. Naja, das war schon wieder vollkommen daneben gewesen. Sobald es rot wird und man einen Klick zu viel macht, ist schon gleich irgendwie vorbei. Aber gut, das soll uns nicht weiter stören. Ja, der Typ ist jetzt... Oder warte mal kurz, ist der vielleicht nach da hinten gelaufen? Nee, der ist schon in das Haus reingerannt, oder? Ah, das ärgert mich jetzt aber. Ich frage mich, wenn wir den jetzt irgendwie komplett... mit vollem Leben quasi hätten eskortieren können, ob wir dann das Geld bekommen hätten. Vermutlich ja. Aber naja, was soll's. Wo geht's da eigentlich hin? Sind wir da hergekommen? Nee, wir sind nicht da hergekommen, ne? Mal eben kurz gucken, wo es da hingeht. Das steht ja hier immer angeschlagen, oder? Ah, zu dem See. Alles klar. Da waren wir ja, glaube ich, auch mal irgendwie, irgendwann, irgendwo. Hier gackert was. Oder? Ist da nicht gerade irgendwie... Also ich meinte jetzt nicht irgendwie ein Hühnergackern, sondern irgendwelche Frauen? Oder bin ich jetzt irgendwie ein bisschen paranoid? Okay, die Hühnern so vor sich her. Naja gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal da vorne die Aufgabe an. Die Hauptquest, wie es scheint. Denn wir haben ja da das... Oh, Sekunde. Da habe ich doch was im Augenwinkel gesehen. Und da müssen wir natürlich auch erstmal noch reinschauen. Tut mir leid. Oh, was ist denn das? Ein Gagat? Oh, was ist denn das? Ah, wo haben wir das denn jetzt? Gegenstände, da wollte ich hin. Gegenstände? Andere? Nee. Was ist denn das? Aha, ein Stück rein schwarzen Gagats. Ein perfektes Geschenk. Gagats, Gegets? Was ist denn das? Irgendwas, sowas wie ein Smaragd oder Rubin? Irgendwas... total tolles. Ich kenne mich mit so einem komischen Gedöns, ehrlich gesagt, überhaupt nicht aus, weil ich überhaupt nicht auf Schmuck und sowas alles stehe. Deswegen, ja, keine Ahnung. Naja, was soll's. Wir gehen jetzt aber wirklich mal die Hauptaufgabe weitermachen. Ah, da seid ihr ja. Wurde Zeit, dass sie auftaucht. Ich hätte beinahe ohne euch angefangen. Wie ich gerade erzählte, haben Hobbs den Obstgarten überrannt. Ich könnte sie ja allein erledigen, aber zusammen ist es lustiger. Wer die meisten Hobbs erwischt, bekommt die Trophäe, ja?
Dabei erwischt sie, bevor sie den ganzen Apfelmost getrunken haben. Die kleinen Mistkerle haben unten am Fluss meine Kisten aufgebrochen. Dann sollten wir da mal hingehen. Los, wer zuerst da ist. Ah, und da haben wir also eine neue Aufgabe. Tötet mehr Hobbs als Whisper. Gildenbelohnung 900 Gold. Bekanntheitsbelohnung 200. Tötet mindestens 10 Hobbs mehr als Whisper, ja. Ich frage mich, warum steht die da einfach rum? Warum wird sich denn nicht mal mit irgendwie so unterhalten? Und, naja, egal. Also dann wollen wir mal Hopp-Jagd-Wettkampf spielen. Juhu!